Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mario und Rabbids Kingdom Battle. Ja, wir sind heute in der Backtracking-Folge von der dritten Welt angekommen. Bedeutet, wir spielen heute wieder in Zeitraffer die Mission der dritten Welt. Und ich habe mir einen Gast eingeladen, und zwar unseren Moderator Checkard. Hallöchen. Moin. Ja, Checkard hat sich das Spiel jetzt auch gekauft. In, ich glaube, irgendeinem Sale war das von Nintendo. Ja, 15 Euro ungefähr. Ist echt günstig. Ja. 20 Stunden Spielzeit, echt nicht schlecht. Wenn man überlegt, dass ich es mir als Vollpreistitel gekauft habe, ohne das DLC noch dazu. Ja. Ja, da kam ich mir irgendwie ein bisschen verarscht vor, dass sie nachher das DLC rausgebracht haben. Ja, ich glaube, das war so ein Jahr nach Release. Ich glaube, ja, kann sein, ja. Circa ein Jahr. Hm? Ja, circa ein Jahr. Dazu gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich mir das DLC holen werde und ob wir das Let's Playen werden. Muss ich mal schauen. Aber wie findest du das Spiel? Ich finde es ziemlich cool. Erstmal was Neues, und es hat das Krasse, es hat auch Ubisoft entwickelt. Das ist schon echt cool, wie die auch den Mario-Charme auch ein bisschen eingefangen haben. Finde ich. Ich finde es allgemein ein ziemlich cooles Spiel. Nur, dass das Spiel ein paar Bugfixes gebrauchen könnte. Ja, definitiv. Ja. Welt 3.8 war das, glaube ich. Ja. Beim Labyrinth. Ja, das hat man ja auch im Let's Play gesehen, dass da... Gut, dass es bei mir nicht abgestürzt ist. Ja, ich hab, so viel Glück hatte ich nicht. Ich konnte noch schnell speichern. By the way, ihr könnt die Wege, die wir hier spielen, wieder als Komplettlösung nutzen. Bloß ich dachte mir halt, wie bei den letzten Folgen auch schon, Zeitraffer, weil ich möchte keine drei Folgen einfach nur mit Missionen verschwenden. Nun, als nächstes... Lol, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Das ist mal wieder komplett lost. Ja, aber ich finde den Schwierigkeitsgrad von dem Spiel auch ganz schön. Der ist schon echt knackig hart. Finde ich. Vor allem, weil ich finde, man merkt einfach, pro Welt steigert es sich um einiges. Ja, das ist halt wirklich so bei der ersten Mission der dritten Welt vor allem. Ja, die erste Mission der dritten Welt, die war ganz mies damals. Habe ich, glaube ich, auch als ich die gespielt habe, im Part erzählt, dass ich da damals aufgegeben habe zu spielen. Weil ich einfach nicht... Ich hab damals nie gedasht oder Teamsprünge genutzt. Bedeutet, ich war die ganze Zeit von der Tinte infiziert. Ja, das ist halt schon echt blöd. Und naja, man muss halt mehr auf die Dashes auch etwas aufbauen. Und auf willst du 100% spielen? Glaub eher nicht. So eher so die 90% eher, würde ich sagen. Ungefähr 90% oder einfach das normale Main-Game einfach abschließen, würde ich sagen. Okay. Ja, ich werde vermutlich die 100% spielen, habe bloß ein bisschen Angst vor diesen paar letzten Missionen, die es da gibt, diesen ultraschweren Missionen. Ja, da gibt es... Ich wollte gerade was sagen, aber nee, das wäre dann ein Spoiler. Ja. Also, ihr könnt euch schon freuen, ihr werdet mich am Ende des Let's Plays ziemlich leiden sehen, vermutlich. Ich glaube, ich werde die ja wirklich nicht machen. Außer ich will meine Herausforderung. Am Anfang hatte ich, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, auch gar nicht vor, die 100% zu machen. Aber irgendwie kam das dann so mit der Zeit, dass ich dachte, so die Power, man kann die Powerkugeln von der Mission halt doch gut gebrauchen. Ja, weil nun ja neue Fähigkeiten, also man hat ja schon fast alle, wenn man halt erstmal so zwei Fähigkeiten freigeschaltet hat, aber halt die Verbesserungen, zum Beispiel Day-Day Cooldown wird niedriger und so, dann denkt man sich, ja, dann wird das Spiel etwas einfacher, wenn man das macht. Ja. Wenn man halt schneller seine Fähigkeiten und so einsetzt oder mehr Schaden macht. Und ja, es macht's halt deutlich leichter.
Ja. By the way, die Eskortiere-Toadette-Mission, die ihr hier seht im Hintergrund, da habe ich lange dran gehangen, die zu schaffen. Das ist, glaube ich, der fünfte Versuch, den ihr jetzt im Video seht. Das war wirklich eine miese Mission. Was ist denn deine Lieblingswelt? Ich würde sagen, ich schwanke zwischen der ersten oder zweiten. Also, wenn ich sagen würde, vom Feeling her, also wenn ich halt gerne irgendwo leben würde von den beiden, würde jetzt 100% die erste. Aber von den Ideen und so, allgemein, finde ich die zweite Welt aktuell am besten. Die dritte so gar nicht, oder? Die dritte, die ist schon cool, aber für mich ist sie etwas zu schwer. Ja, okay, kann ich nachvollziehen. Ich meine, Da ich entscheide ich hatte. mich für die zweite, weil ist irgendwie interessant. Das ist wie bei Mario Odyssey so. Es ist richtig heiße Wüste, aber dann kam das Eis. Dann kam das Eis. Ich meine, die haben es hinbekommen, zwar dieses klassische Wüstenfeeling der zweiten Welt zu Ja, haben, und aber auch dann. irgendwie nicht. Also. Ja, das konnte Ubisoft schon. Das fand ich auch ziemlich cool mit der Eskorte, Tod Eskorte Rabbit Mario, so. Das fand ich schon ziemlich witzig. Aber ja, ich weiß genau, welche Eskorte du meinst, aber boah, ich hasse Ich Toad-Eskorten. hab, ja, die allgemein hasst man Eskort-Missionen. Aber ich fand es schon cool, als Rabbit Mario in einem Eisblock war die ganze Zeit. Ja, Das fand ich das definitiv. fand, das fand ich schon ziemlich cool. Mit welchen Charakteren spielst du am liebsten? Ich sage mal Peach und Rabbit Mario, würde ich sagen. Man kann echt gut Schaden austeilen. Sogar auch vom äußeren Bereich, also halt viel mehr Schadensreichweite auch noch. Und mit Peach kann man sich ultra gut heilen mit dem Teamsprung halt. Und der Reflektor ist. Ich bin nicht so ein großer Fan vom Reflektor, aber. Ich nutze ihn mal ab und zu, wenn ich halt mal halt so richtig Hilfe brauche mal. Du hast Oder Rabbit. Nee. so ein Sicherheitsstandard mal mache ich ihn aktiviert. Du hast Rabbit Yoshi auch schon freigeschaltet, oder? Ja, Rabbit Yoshi ist auch schon ziemlich cool, weil einfach es ist schon eine gute Combo, wenn man halt sein Geschrei einsetzt, dass sie halt weglaufen. Dann Mario und Luigi mit der Helmsicht und der Eisensicht einfach mal noch versuchen, einen Crit noch zu schaffen. Also halt noch Sprung oder also so Sprung-Crit, kritischen Treffer oder so. Das ist immer befriedigend. Dazu gesagt, meine Lieblingskombo ist Rabbit Luigi und Rabbit Yoshi, weil damit kannst du halt richtig viel Schaden austeilen und durch den Vampireffekt immer wieder schön hochheilen. Ja, Rabbit Luigi habe ich voll vergessen irgendwie. Ja, stimmt. Ja. Ne, ich hab noch auf Rabbit Mario habe ich, weil ich weiß auch nicht warum, ich habe einfach den Vampirhammer ausgerüstet. Okay. Na, Der da habe ich den Vampirhammer ist ja Steinhammer. auch. Ja, der Steinhammer ist auch schon geil, aber ich weiß auch nicht, warum habe ich den Vampirhammer ausgewählt? Ich dachte mir so, Vampir. Könnte ich auch gebrauchen bei anderen Charakteren. Wenn man halt nur mit den Charakteren spielen kann, denkt man sich, ja, okay, ich nutze mal das. Ja, ich finde den Dash von Rabbit Luigi halt so gut. Du kannst, Ja. wenn du den komplett aufgebessert hast, ich glaube 160 Schaden machen. Und Und wenn du dann die. 160 heilen. Ja, und 160 heilen, das ist halt komplett OP. Du kannst dich Ja, quasi, wenn du zwei Leute dashst, wäre komplett hochheilen gefühlt. das ist so richtig echt. Wir haben auch noch ein paar andere Themen mit dabei, zum Beispiel Paper Mario und der Origami King heißt es, glaube ich. Ja, Jetzt habe ich einfach vergessen, wie das Spiel heißt. Ja, moin. Paper Mario, The Origami King. Ja, meine ich ja. Ich bin richtig hyped drauf. Ich auch. Ich finde, ihr würdet uns wahrscheinlich kreuzigen. Wir mögen Sticker Sound Color Splash.
Ja. Ich find die Spiele wirklich nicht schlecht. Die sind halt ziemlich cool. Ja, es sind keine richtigen Paper Marios, aber trotzdem sind die halt fantastisch. Das sind coole 3DS- und Wii U-Spiele. Ich finde, es gibt nicht das richtige Paper Mario. Es gibt halt die alten Teile und es gibt die neuen Teile. Und ich finde, die neuen Ja. Teile sind halt genauso Paper Marios wie die alten Teile. Ja, aber Sozusagen du das meinst. richtige Paper Mario, finde ich, ist immer so ein bisschen, ja, schwer zu sagen. Ja, ist auch echt kritisch. Aber ich muss sagen, mit Color Splash verbinde ich halt deutlich viel, weil das war das erste Let's Play, was ich wirklich gemacht habe, auch komplett durchgezogen habe, 70 Folgen damals. Ja. Und ich weiß nicht so, mich hat das gar nicht so gestört, dass es so viele Toads gab. Ich fand's irgendwie egal, wenn es die ganze Zeit nur Toads waren. Ja, es hat Leute abgefuckt, weil es gab Paper Mario 2 viel mehr verschiedene Charaktere. Zum Beispiel die im Düsterdorf oder auch Koopa, die halt ziemlich freundlich waren und so und ihre eigene Existenz hatten. Aber ja. Ist ja auch schon cool, aber. Ja, Toads sind auch schon ziemlich cool. Ja. Hat man ja auch im Origami-Trailers, in den Trailer gesehen. Es gibt einen Professor Toad, also so einen halt Archäologen Toad. Und in den neuen Trailer hat man gesehen, man hat die auch echt gut neu eingebracht, dass sie halt versteckt worden sind in der ganzen Welt. So umgeknickt zum Beispiel. Man konnte Toad als Kakerlake finden und man musste mit dem Hammer raufschlagen, um ihn zu entfalten halt. Ich hoffe, die Das sind nicht finde zu ich. schwer versteckt. Ja, einmal hat man ja auch gesehen, dass ein Toad mal in der Pfanne war und als Rührei getarnt, Spiegelei getarnt war. Weil ich meine, wenn du so gar Halt. keine Ahnung hast, als was die versteckt sein könnten, wie willst du Ja, dann aber. herausfinden? Da musst du ja quasi das Das ganze Spiel durchgehen und jeden Gegenstand abhämmern. Ja, aber manche sind schon ein bisschen nicht so krank gut versteckt, aber schon witzig. Zum Beispiel beim Hund. Der eine Toad, der gefaltet wurde, zu einem roten Hund. Den kann man so wie gar nicht übersehen. Ich frage mich Vom auch, wie viele Hund. es geben wird. Ob die da so sowas raushauen wie bei den Crocs, so gefühlt 900. Nee, ich würde eher sagen, so gepflegte 100. So gepflegte 100 wären schon echt gut. Oder so ein Pokémon Insider 151. Okay, den Pokémon Insider verstehe ich nicht, aber ja. Ah, wegen 150, die ersten Pokémon. Ach so. Die rauskamen so und die haben es auch in so ein Gag gebracht bei Pokémon Schwert und Schild DLC. Dass so ein Typ 151 Alola-Dickter mitgenommen hat und alle geflohen sind. Ach so, ja. Ach so, dass das darauf bezogen war, wusste ich gar nicht. Ja, so. Die Quest kenne ich ja selber, da hänge ich ja momentan selber dran, die ganzen zu sammeln. Jo, aber hast du dir das Schwert und Schild DLC geholt? Ich hab noch nicht mal Pokémon. Okay, Ja, ja. ich hab Unangenehm. nur, ich hab's nur ein bisschen so von Nintendo und so gesehen. Ja, ich möchte es mir gerne mal holen, aber ja, Geldnöte. Ja, würdest du dir Schwert oder Schild holen? Ich würde mir Schwert holen wegen Lauchzelot, weil Lauchzelot ist der Banger. Kann ich nachvollziehen, aber ich kam mit ihm so gar nicht klar. Ich find ihn ziemlich cool, der hat ziemlich coole Pokémon-Movesets. Und ich bin kein Pokémon-Competitive-Spieler, also. Ja, Ich, by the way, ich auch nicht. spiele Man schaue sich meine nur Pokémon. KDL-Videos an. Ja, ich spiele nur Pokémon, weil ich einfach mal Bock habe auf so die Story. Ja, Weil. die Story Ja. ist so
Die ist ganz okay, aber ich finde, ich bin kein Competitive-Spieler. Ich werde wahrscheinlich so ein paar Mal so Ranglisten spielen. Und ja. Ja, ich spiele eigentlich auch nur, zum Beispiel in der KDL spiele ich auch nur aus Spaß mit. Da geht's mir ja, also ich habe da ja keine großen Absichten, irgendwas zu reißen oder so. Ja. By the way, bald geht die Rückrunde los. Seid gespannt. Wir befinden uns ja gerade noch in der Sommerpause, aber bald geht's schon wieder los. Apropos Sommer, es ist ultra warm. Ja, ich sag's mal so, ich muss während der Aufnahme meinen Ventilator ausmachen, damit man ihn nicht hört. Und ich merke es jetzt einfach schon wieder, dass er aus ist. Ja. Dachgeschoss, by the way. Ich kann mein Fenster ja nicht aufmachen, weil wenn ich halt mit so Leuten auf Discord rede, möchte ich gerne irgendwie auch mein Fenster aufmachen. Aber wenn meine Mutter im Garten ist und laut lacht, ist es halt schon echt blöd. Oder denke ich mir, kannst du nicht einfach mal pennen gehen und einfach mal leise sein? Mann. Ja, ich bin selber laut, wenn ich mal einen Smash verliere, aber... Ja. Morgen gibt's auch eine Aufnahmesession mit Sala, BOTW. Und ganz ehrlich, wenn wir da wieder so, was weiß ich, 4 Folgen am Stück aufnehmen und ich die ganze Zeit den Ventilator aushaben muss, ich habe jetzt schon Angst. Ich hätte so eine interessante Idee, so einen richtig, richtig leisen Mini-Ventilator einfach mal so vor dich hinstellen und einfach mal dahin, hinter dem Ventilator so eine Schale Eiswürfel. Das könnte vielleicht gut gehen. Hinter dem Ventilator? So ein kleinen Mini-Ventilator, der keinen Mucks macht. So, ja, so ein kleinen Mini-Ventilator halt. Das mit der Schale Eiswürfel habe ich gestern oder vorgestern sogar ausprobiert. Halt bei meinem normalen Ventilator. Hat aber nicht sonderlich viel gebracht. Schade. Weil ich glaube, dafür ist mein Zimmer einfach zu groß, dass so ein paar Eiswürfel da großartig was anrichten würden. Ja, aber ich meine so, ja, für sich selber einfach mal schöne Kühler geben. Ja, allgemein so, in diesem Sommer ist es auch schon wieder so unglaublich warm. Ja, ich möchte es auf gar keinen Fall haben, dass er noch wärmer wird als letzten Sommer. Der letzte Sommer war auch schon echt krank. Ja. Nee, vorletzter Sommer fand ich noch krasser. Boah, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ja. So, welcher Sommer jetzt wie warm war, sowas merke ich mir einfach nicht. Ja. Ich auch nicht so sehr, aber wenn ich mal so drüber nachdenke, ja, der letzte war schon etwas krasser für mich. Ja. Allgemein ist ja im Moment auch, wo wir gerade schon schönerweise beim Thema Sommer sind, das Sommerloch, was Spiele angeht. Also im Moment ist ja gerade nicht viel. Das nächste, was rauskommt, wie gesagt, Paper Mario. Und halt vor ein paar Tagen das DLC, aber viel kommt im Moment nicht. Ja, wenn man sich noch die Konkurrenz sich anschaut, auch so wie gar nicht. Mhm. Denn letztens so vor 2 Tagen ist auch das Free-to-Play-Spiel Ninjala aufgetaucht. Die Komplettversion. Umsonst halt. Und das sind halt die Leute, die es für Toon gemacht haben. Hab selber mal gespielt. Fände ich schon nicht schlecht. Nice. Von dem habe ich ehrlich gesagt noch nichts gehört. Das ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen. Ja. Ich weiß nicht, mal kurz, weil wir hier gerade bei der Mission sind. Hast du schon Welt 3.8 gespielt? 3.8. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, normale Level vom Boss. Ich glaube, ich bin sogar gerade dabei. Ist das mit dem Buhus, wo so eine Plattform in der Mitte ist? Erreiche das Gebiet? Ja, die habe ich gerade. Ich glaube, das war. Ja, die habe ich, glaube ich, gemacht. Gerade vorhin. Das. Boah, ich hatte so ein Rage Quit in dem Part. Sehr empfehlenswert zum Anschauen an alle, die ihn noch nicht gesehen haben. Ich habe in dem Part wirklich so geraged, weil ich immer wieder von dem Berufs umgestellt wurde. Ja, bei einer Stelle muss man halt sowieso sogar 2 haben,
um erstmal dorthin teleportieren, um erstmal da einen Teamsprung zu machen. Ja. Und ja, und gut, dass ich es aber geschafft habe mit Mario und Luigi. Ich habe da so viele Runden für gebraucht. Ich habe die Mission gehasst. Und ich bin jetzt gerade dabei. Ich kann ja schon mal vorwegnehmen. Das wird nachher zu einer Eskortiere- und Toilette-Mission. Ja. Ich habe schon wirklich irgendwie habe ich manchmal auch irgendwie keinen Bock mehr auf dieses Spiel, weil es so verdammt schwer ist. Ich habe ganz ehrlich, ich drück mich gerade so ein bisschen davor, Welt 4 aufzunehmen, weil wenn Welt 3 1 schon so extrem schwer war, wie soll denn dann Welt 4 1 werden? Ja, das ist die Sache und es kommt sogar, naja, es müsste halt als der letzte Charakter, der müsste ja noch kommen. Den will ich aber nicht sagen. Aber eigentlich ist ja schon offensichtlich, wer kommt. Ja, klar. Welt 4. Ich will nur sagen, ein Charakter aus dieser Welt. Als normale Version. Boah, wer könnte das denn wohl sein? Ich habe so gar keine Ahnung. Cooper. Es könnte Cooper sein. Dann wäre es schon echt cool. Nee, ich glaube, der kommt nach dem Zwischenboss aus Welt 5. Aus Welt 4, meine ich. Ja. Oder, nee, da kommt, Rabbit Cooper und Cooper nach dem Endboss. Ich hoffe, dass sie einen zweiten Teil von Mario und Rabbits rausbringen. Ja, das wäre schon echt cool. Und ich fände es cool, wenn die Cooperlinge dabei wären. Ich mag die irgendwie voll. Voll viele hassen die, aber ich finde die cool, die Cooperlinge. Ich hätte schon eine gute Idee, von jedem Cooperling noch eine Rabbit-Version zu haben, dass sie mit dem normalen Cooperling mit zusammenarbeiten, zum Beispiel Rabbit Ludwig und Ludwig kämpfen gegen Mario und so. Das wäre schon cool. Das wäre einfach so das totale Chaos, weil, warte, wie viel Cooperlinge gibt es? 7? Dann wären wir bei 14. Ja, dann eigentlich so ungefähr 8, aber na, wenn man Bowser Jr. mitzählt. Ja, okay, den gab es ja aber auch nicht als Rabbit-Version. Nee, als Cooperlinge zähle ich halt wirklich nur die Original 7. Ja, ja. Weil Bowser Jr. hat ja noch eine größere Rolle. Ja. Jo, ich sag's mal so, in 2 Minuten ist auch schon die Folge zu Ende, sehe ich gerade. Die 25 so Minuten. Ging extrem schnell. So schnell vergeht die Zeit. Ja. Hat mich auch ein bisschen gewundert, weil, ich meine, wir haben über einiges gesprochen, aber mir kam es nicht vor wie 25 Minuten. Ja, es kam mir so erst nur so für 10 Minuten vor oder so. Yo. Oh Mann, ich hab, das ist echt komisch. Ich sag's mal so, ich habe glaube ich 3 Stunden gebraucht, um die Mission aufzunehmen. Und die kam mir länger als 3 Stunden vor. Ja. Also bei 1-2 Missionen hier in der Welt bin ich echt verzweifelt. Ja, das. Ja. Besonders eskortiere Tote, sage ich nur. Ja. Ich hab schon auch ein bisschen Angst vor Welt 4, wenn ich mir mal so die Erinnerung anschaue von Nintendo. Dann könnt ihr euch schon auf die nächste Folge freuen, wenn wir dann anfangen Welt 4 zu spielen und ich vermutlich sehr leiden werde. Ja. Das kann wirklich sehr interessant werden. Vielleicht wird viel Rage vorkommen. Und ein bisschen Verzweiflung. Ja, das kann sein. Und ich glaube, die Aufnahmen werden auch ultra lang. Also ich glaube nicht, dass ich es beibehalten kann, ein Kapitel pro Part zu spielen, wie bisher immer. Ja.
Und da haben wir die letzte Mission geschafft. Und ich würde mich dann verabschieden. Danke, dass du dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast, mit aufzunehmen. Ja, das war auch schon echt interessant, was wir also alles so beredet haben. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, Leute.